liebe Freunde des Universums, schon wieder ein Jahr rum? Und was für ein Jahr. War ja furchtbar dieses Jahr mit Corona und allem. Aber nichtsdestotrotz begrüßen wir euch, Sie, am Anfang des neuen Jahres 2021 zur traditionellen astronomischen Jahresvorschau mit Volker Heinrich, der die Himmelsereignisse 2021 erklärt, die so anstehen. Ja, Volker, wie war dein Jahr? Naja, ähnlich turbulent wie bei allen anderen auch. Corona hat mich auch ganz schön im Bann gehalten, wobei ich allerdings sagen muss, da ich im Hauptberuf in der pharmazeutischen Industrie tätig bin, hatte ich also richtig viel zu tun. Naja, also das Jahr war schon seltsam. Ich habe ja vor einem Jahr versucht, mit einer Wahrsagerin und Kaffeesatz Vorhersagen für 2020 zu machen, über das neue iPhone, über Trump, über die Klimaerwärmung, über Weltfrieden, Grundeinkommen. Und das war alles Quatsch. Das ist alles nicht eingetroffen. Ich bin ein ganz schlechter Wahrsager. Dafür gab es Corona, hat keiner vorausgesagt. Aber in der Astronomie geht das. Da kann man sehr genau voraussagen, was wann sekundengenau passiert. Ja, warum eigentlich? Naja, viele der Dinge, die wir hier beschreiben, das sind einfach himmelsmechanische Vorgänge. Die Planeten umkreisen die Sonne in genau definierten Geschwindigkeiten, mit genau definierten Bahnen. Da kann man schon viel tun, aber um dir noch das Gegenteil zu beweisen, auch am Himmel haben wir Dinge gehabt, die wir nicht vorhersagen konnten. Im Juli der Komet Neowise, der kam für die meisten von uns völlig unerwartet, unerwartet und überraschend. Vor solchen Überraschungen sind wir auch bei unserer diesjährigen Jahresvorschau nicht gefeit. Wir können uns natürlich nur auf die Dinge beschränken, die man wirklich schön vorausrechnen kann. Das heißt also, Planeten und andere Himmelskörper bewegen sich seit Jahrmillionen eigentlich immer gleich. Vor allem die Planeten, vor allem das Sonnensystem, aber Kometen tanzen da irgendwie aus der Reihe. Ja, also auch die folgen natürlich ihren festen Bahnen, aber bei den meisten Kometen ist es ja so, dass die Wiederkehrperioden extrem lang sind. Bei Neowise ist das auch so. Das dauert auch tausende von Jahren, bis der wieder mal aufkreuzen wird. Und da haben wir nicht so den Überblick drüber. Ja? Mhm. Während Planeten, Sonnensystem, Sonne, Mond, Finsternisse und so weiter, das sind alles Dinge, die kann man wunderbar vorausrechnen und auf hunderte von Jahren voraus. Cool. Naja, dann fangen wir mal an. Was ich so ein bisschen rausgekriegt habe, ist, im Februar ist irgendwie fast gar nichts, ja. Deswegen machen wir vielleicht mal Januar und Februar zusammen in einem Take. Januar und Februar. Ja, geht schon los am 2. Januar. Da erreicht die Erde, und das ist wieder so ein typisches Fixum, ihr Perihel, also ihre größte Annäherung an die Sonne. Und zu keinem Zeitpunkt des Jahres sind wir der Sonne näher als am 2. Januar. Klingt für uns, die wir auf der Nordhalbkugel gerade so richtig schön im dicksten Winter sitzen, ein bisschen unglaublich, aber es ist tatsächlich so, dass die Entfernungen zwischen Erde und Sonne kaum Auswirkungen auf die Jahreszeiten haben, und demzufolge ist es also wirklich so, dass die Erde mit ungefähr 147,5 Millionen Kilometern am 2. Januar der Sonne besonders nahe ist. Obwohl es bei uns lausig kalt sein könnte. Schauen wir mal, wie dieses Jahr der Winter verläuft. Vielleicht haben wir ja also auch Klimaveränderungen geschuldet, irgendwie einen besonders warmen Januar. Mal schauen, was. Aber das wird oft verwechselt, dass viele Leute, das sehe ich auch an Schülern, die immer sagen, ja,
wir haben im Sommer, ist die Erde der Sonne näher und deswegen ist es so warm oder so, ne? Ja, ja. Kann man eigentlich leicht entkräften, wenn man sagt Südhalbkugel? Mhm. Da ist es dann Winter, ja. Genau. Ja, also und es ist eben so, wenn bei uns also der dickste Sommer am Laufen ist, im Juli, dann sind wir besonders sonnenfern. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hat auch einen ganz tollen Vorteil. Unser Sommer ist ein bisschen länger wie der Sommer auf der Südhalbkugel. Mhm. 2 Tage länger, weil sich die Erde in Sonnenferne, Kepler sei Dank, etwas langsamer bewegt als in Sonnennähe. Ja, was gibt's noch Schönes? Ja, geht dann weiter mit dem 3. Januar. Da haben wir als quasi nachgelagertes Feuerwerk die erste Möglichkeit, einen schönen Sternschnuppenstrom zu beobachten, der sogar bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde liefern kann. Das wird er allerdings am 3. Januar nicht tun, denn das Maximum der Quadrantiden wird am 3. Januar um 15.30 Uhr eintreten. Etwa gegen 18.30 Uhr sind die Gegebenheiten dann so, dass wir Sternschnuppen aus unserer Position heraus sehen können. Und zu diesem Zeitpunkt hat also die Fallrate schon deutlich nachgelassen. Also die maximal 120 Sternschnuppen pro Stunde, die dieser Strom liefert, die werden wir am Sonntag, den 3. Januar, nicht zu sehen bekommen in den Abendstunden. Trotzdem Augen auf, wenn das Wetter mitspielt und der Himmel klar ist, wird schon noch die eine oder andere Quadrantiden-Sternschnuppe fallen. Okay, wie sieht's aus mit Planeten? Gibt es da irgendwie was Schönes zu sehen im Januar? In der 2. Januarwoche haben wir eine erste Abendsichtbarkeit des Merkur. Und dabei wird er Jupiter und Saturn begegnen. Die beenden gerade ihre Sichtbarkeitsperiode. Wir erinnern uns aus der Vorschau vom letzten Jahr, dass die am 21. Dezember extrem nah beieinander stehen. Das Ganze spielt sich allerdings auch extrem flach in Horizontnähe ab. Also da muss man dann schon an einem geeigneten Standort versuchen, das zu beobachten. Und das wird im Januar nicht besser. Demzufolge wird also auch die Begegnung von Merkur und Jupiter-Saturn nur an einem Platz mit sehr guter Horizontsicht, also ohne Horizontverbauung und so weiter, möglich sein. Sichtbarkeitsperiode, was heißt das nochmal von so einem Planet? Also wann fängt die an, wann hört die auf? Bei den innerhalb der Erdbahn um die Sonne laufenden Planeten ist das mit der Sichtbarkeit eine ganz enge Kiste. Die innenlaufenden Planeten erreichen immer nur relativ kleine Winkelabstände von der Sonne. Na, bei der Venus reicht das dann auch schon, um bei guten Beobachtungsbedingungen 4 bis 5 Stunden lang am Abendhimmel oder am Morgenhimmel, je nachdem, wo sie gerade, auf welcher Seite der Sonne sie sich gerade befindet, sie beobachten zu können. Der Merkur erreicht aber nur relativ geringe Winkelabstände zur Sonne. Und das heißt, man hat bei ihm immer nur so ganz schmale Beobachtungsfenster. Und oft ist es dann so, dass also durch die Lage der sogenannten Ekliptik, der Bahn, auf der sich Sonne und Planeten zu bewegen scheinen am Himmel, dass es da also in den Sommermonaten oder Wintermonaten so gut wie keine vernünftigen Abstände gibt, die zu einer Sichtbarkeit führen. Meistens im Frühjahr und im Herbst sind die Gegebenheiten am idealsten, um eine Merkur-Sichtbarkeit zu erreichen. Und hier im Januar brauchen wir es auch nur deshalb zu versuchen,
weil wir eben durch Jupiter und Saturn relativ helle Aufsuchehilfen haben, die uns ermöglichen, den Merkur, obwohl er für unser bloßes Auge vielleicht gar nicht so toll zu sehen ist, dann doch am Horizonthimmel auszumachen. Ja. Wie ist es mit Sichtbarkeit der großen Planeten, Jupiter, Saturn, die Periode? Ja, bei den großen Planeten, da gibt es immer ein relativ großes Zeitfenster im Jahr. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die bieten alle innerhalb eines Jahres immer einen relativ breiten Zeitraum, in dem sie zu sehen sind. Das ist immer die Zeit vor, während und nach der Opposition, die so ein Himmelskörper erreicht. Immer dann, wenn ein Planet von der Erde aus gesehen der Sonne genau gegenübersteht, sprechen wir ja von Opposition, dann geht er auf, wenn die Sonne untergeht, und unter, wenn die Sonne aufgeht. Und in den Zeiten vor der Opposition ist dann so ein Planet relativ gut am Morgenhimmel zu sehen, bis er dann so langsam in den Abendhimmel hineinmarschiert. Und auch nach der Opposition ist er noch eine ganze Weile am Abendhimmel bevorzugt zu beobachten. Geht dann in der ersten Nachthälfte irgendwann unter, ja, und diese Untergangszeiten verfrühen sich, sodass man also bei den äußeren Planeten immer ein relativ großes Zeitfenster hat. Der einzige, der in dieser Reihe so nicht funktioniert, das ist der Mars mit seinen 1,7 Jahren Umlaufzeit. Ergibt sich das so, dass wir von einer guten Sichtbarkeitsperiode zur nächsten guten Sichtbarkeitsperiode fast 2 Jahre abwarten müssen. Also da ist immer nach einer guten Sichtbarkeit, wie wir sie im Jahr 2020 auch hatten, da stand er ja wirklich zeitweise richtig gut und hoch am Himmel, war sehr hell zu sehen rund um die Oppositionszeit, hatte auch eine relativ gute Annäherung an die Erde. Da haben wir viele Fotos von unseren Leuten in der Sternwarte, genau, die uns da mit Fotos versorgen. Aber dieses Jahr wird es keine besonders guten Mars-Fotos geben, denn jetzt ist also erstmal relativ lang Pause, bis der Mars sich wieder bemerkbar macht. Und es geht dann also erst wieder nach dieser Pause richtig weiter. Also 2021 ist der Mars kein so richtig tolles Beobachtungsobjekt, zu keinem Zeitpunkt. Okay. Der Februar ist ansonsten relativ ereignislos, bis auf den Vollmond am 27.02. Haben wir da so eigentlich gar nicht so richtig Erwähnenswertes gefunden. Aber das wäre ja mal eine gute Gelegenheit, sich ein bisschen am Sternhimmel umzuschauen. Denn im Januar und natürlich auch noch im Februar wird der Himmel von den Wintersternbildern beherrscht. Und bei denen gibt es eben, am Winterhimmel gibt es eben besonders viele, besonders helle Sterne. Und die Hauptsterne der klassischen Wintersternbilder bilden auch eine richtig großflächige geometrische Figur, das sogenannte Wintersechseck. Das Wintersechseck besteht aus den Hauptsternen der Sternbilder, die also am Winterhimmel besonders attraktiv zu sehen sind. Da wären zum einen der Sirius im großen Hund, der Procyon im kleinen Hund und je nachdem, wie man es gerne hätte, Castor oder Pollux, einer von den beiden Zwillingssternen, Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier und der Fußstern des Orion, der Riegel, die bilden zusammen dieses Wintersechseck. Und wenn man das am Sternenhimmel gefunden hat, dann hat man natürlich also auch im Prinzip den Bereich der Wintersternbilder auch wunderschön eingegrenzt und identifiziert.
und kann also jetzt auch hergehen, zu schauen, die anderen Sterne, die etwas lichtschwächeren Sterne zu identifizieren, die ebenfalls zu diesen Sternbildern gehören. Aber denen, die den Sternhimmel schon länger beobachten, brauche ich nicht zu erzählen, dass der Orion wirklich super markant ist, Sirius der hellste Stern des Himmels ist. Auch die anderen Ecksterne des Wintersechsecks sind jeweils also wirklich absolut sehr leicht sichtbare, helle Sterne. Das ist also wirklich eine sehr markante Figur. Und wie gesagt, im Februar bietet sich das an, sich da mal ein bisschen umzusehen und natürlich auch die vielen schönen Dinge zu beobachten, die in diesen Sternbildern zu finden sind. Der große Orionnebel M42 zum Beispiel, die Plejaden im Sternbild Stier, die Fuhrmann-Sternhaufen, die in der Windermillstraße gelegen sind, da gibt es also mehrere. Da ist also für jeden etwas dabei. Und der Wintersternhimmel, der lohnt also wirklich einen längeren Blick. Schön ist ja auch, du hast schöne, lange Nächte im Gegensatz zum Sommer, wo du dann endlos die Sterne genießen kannst. Genau, ne? Also das kommt natürlich auch noch dazu. Es wird früh dunkel und spät hell und wir sind also da wirklich mit massenhaft Beobachtungszeit gesegnet. Das einzige Problem ist natürlich, man darf also nicht allzu verfroren sein. Ja? Also Winternächte, wenn sie denn klar sind, dann sind sie also meistens auch so richtig schön kalt. Also Stefan Kage, einer unserer top aktiven Beobachter, hat gesagt, Astronomie und Frieren gehört immer zusammen. Das ist anscheinend so. Gut, dann sind wir mit Januar, Februar durch. Würde ich sagen, kommen wir zum März. März. Der März. Wie sieht's aus? Ja, da gibt es also anfangs wieder ein bisschen Merkur zu sehen. Das ist ja oft nicht so ganz einfach. Im März ist es also, sind die Bedingungen günstig, um den Merkur zu finden. Und in der ersten Märzwoche begegnet der Merkur wieder mal dem Jupiter. Anders als im Januar, wo das Ganze noch am Abendhimmel stattfand, hat der Jupiter mittlerweile die Sonne passiert, beginnt gerade wieder seine Morgensichtbarkeit, steht ganz, ganz flach am Horizont. Und in der bürgerlichen Dämmerung, das ist so der Zeitpunkt, wo es also schon so hell ist, dass man also im Prinzip keine Straßenbeleuchtung mehr braucht. Da lässt sich tatsächlich, weil man den Jupiter zu diesem Zeitpunkt eben noch relativ leicht in südöstlicher Richtung am Horizont nah ausmachen kann, auch der Merkur lokalisieren. Am leichtesten ist es um den 5.3. herum, da stehen sie besonders eng beisammen, also ich sag mal der Zeitpunkt, der Zeitraum zwischen dem 3.3. und dem 7.3., das sind so die idealen Tage, um den Versuch zu machen, den Merkur völlig ungewöhnlich am Morgenhimmel im Frühjahr aufzufinden. Das ist eigentlich, wenn man an Merkur und das Frühjahr denkt, da denkt man immer an Abendsichtbarkeiten. Aber hier könnte man es wirklich schaffen, ihn am frühen Morgen zu sehen. Und das ist eine sportliche Aufgabe. Vielleicht versucht sich der ein oder andere daran. Der Saturn wird natürlich auch schon wieder am Morgenhimmel sichtbar. Es wird hier aber keine Begegnung zwischen Merkur und Saturn geben, also nur der Jupiter und der Merkur nähern sich einander an. Okay,
Im März ist ja auch dieser berühmte Tag- und Nachtgleiche, der berühmte Frühlingsanfang. Was kann man dazu irgendwie Intelligentes sagen? Naja, Frühlingsanfang. Für all diejenigen, denen also der Winter mit seinen kalten Tagen so ein richtiger Graus ist, die freuen sich natürlich auf diesen Termin. Dieses Jahr am 20. März um 10.37 Uhr erreichen wir den sogenannten Frühlingspunkt. Und das ist der Zeitpunkt, an der die Sonne den Himmelsäquator von Süden kommend nach Norden überschreitet, beziehungsweise also um 10.37 Uhr trifft sie genau den Himmelsäquator und danach wandert sie immer weiter nach Norden. Das heißt, sie steigt für uns höher über den Horizont und bleibt länger sichtbar. Und an diesem Tag, an dieser Frühlingstag- und Nachtgleiche, sind Tag und Nacht gleich lang. Gut. Die Sonne ist 12 Stunden über dem Horizont und 12 Stunden unter dem Horizont. Aber dieses 10.37 Uhr, das bezieht sich natürlich nur auf den Frühlingspunkt, weil man kann ja nicht sagen, um 10.37 Uhr ist die Nacht genauso lang wie der Tag. Das ist ja irgendwie unlogisch. Ist, ja. Natürlich ist das so, wenn man es jetzt ganz genau ausxt, dann ist die Tageslänge natürlich ein bisschen unterschiedlich. Der Unterschied ist nicht so groß, dass man drüber sprechen müsste. Okay, dann gibt es natürlich noch im Frühjahr die Frühjahrssternbilder. Also Löwe fällt mir als erstes dazu ein, weil da hatte ich mal ein Video drüber gemacht. Ja, was gibt's denn da Schönes zu sehen? Das ist alles sehr lichtschwach, also die Löwengalaxien, da braucht man also schon ein gutes Fernglas und wie gesagt einen möglichst dunklen Himmel. Es gibt aber da noch viele, viele Galaxien im Löwen und in der Jungfrau sind also jeweils größere Galaxienhaufen beheimatet und für die meisten dieser Galaxien ist allerdings ein halbwegs vernünftiges Fernrohr unbedingt erforderlich. Das ist also, es sind nur sehr wenige Galaxien, wo man also auch mit dem Fernglas eine reale Chance hat, die zu sehen. Also die Löwengalaxien sieht man doch eigentlich schon in einem mittleren Fernglas, oder? Also braucht man ja kein Teleskop, oder? Ja, bin ich da falsch gewickelt? In Südsommer schon, ja. Ja, bei uns doch nicht. Mitteleuropa doch nicht. Da hast du Lichtverschmutzung. Okay, ja, auch also, in der Rhön oder so? Nee, in der Rhön natürlich nicht. Das ist Mittelsamoa. Ah, okay. Alles klar. Außerdem, du redest so viel und redest und redest und trinkst gar nichts, Mensch. Nicht, dass deine Stimme noch verdorrt. Okay, dann würde ich sagen, das war der März. Und der April folgt sogleich. April. Im April und Mai kann man besonders gut ein Phänomen sehen, das zwar in jedem Monat auftritt, aber aufgrund der Tatsache, dass die junge Mondsichel im April und Mai besonders hoch am Himmel stehen und besonders günstige Beobachtungsbedingungen bieten, gibt es vielen Leuten, denen das da besonders auffällt, dass nämlich man den ganzen Mond am Himmel sieht, obwohl nur eine ganz, ganz schmale Sichel beleuchtet ist. Dieses Leuchten auf der unbeleuchteten Seite des Mondes, auch gerne aschgraues Licht genannt, oder Erdschein, das ist in diesen Monaten wirklich gut zu beobachten. Aber woher kommt dieses Licht, das den Mond aufhält? Das würde ich mich auch mal fragen. Ja, das Spannende ist, das ist reflektiertes
Erdlicht. Deswegen wahrscheinlich Erdschein. Deswegen der Erdschein, ja. Also, aber alle anderen Namen, die man dafür hat, Aschgraues Licht oder sowas, verraten eigentlich die Herkunft dieses Lichtes nicht. Es ist einfach so, wenn der Mond eine ausgeprägte Sichel am Himmel zeigt, dann zeigt die Erde vom Mond aus betrachtet sich ziemlich voll beleuchtet. Und auch genauso wie wir reflektiertes Sonnenlicht des Mondes bei uns sehen, wenn wir also den beleuchteten Mond in seinen unterschiedlichen Phasen sehen, sieht ein Beobachter auf dem Mond unterschiedliche Phasenausprägungen der Erde. Und wenn die Erde halt so richtig schön voll beleuchtet ist, kommt da ganz schön was an. Und das reicht, dass wir die Reflexion auf dem Material des Mondes hier bei uns wunderbar sehen können. Lustigerweise ist doch die Erde auch vom Mond aus gesehen blau. Warum ist es dann ein aschgraues Licht? Naja, weil die Intensität des Lichtes, das da reflektiert wird, nicht ausreicht, um unseren Farbsehsinn anzusprechen. Ja, für uns ist die Intensität natürlich nur so, dass wir also im Wesentlichen mit unseren Helligkeitssehsinnen das Ganze wahrnehmen. Und getreu dem Sprichwort, nachts sind alle Katzen grau, ist also auch das aschgraue Licht grau. Ja, also es müsste sehr viel intensiver sein, dieses Erdlicht, damit man also jetzt eine Farbwahrnehmung wirklich letztendlich haben kann. Ich habe jetzt gelesen, es heißt auch Da Vinci Glow, dieses aschgraue Mondlicht. Weißt du, was der damit zu tun hatte irgendwie? Der gute Da Vinci. Ja, ganz einfach. Natürlich hat er das aschgraue Licht nicht entdeckt oder den Erdschein, aber er hat ihn erklärt. Er war also der Erste, der den Grund für das Erdlicht erkannt hat und 1510 im Codex Leicester hat er dieses Phänomen beschrieben als den Widerschein der Erde. Und deswegen wird das Ganze auch das bisweilen der Da Vinci Glow genannt. Okay, das heißt, wenn Sie den aschgrauen Mondschein sehen, dann können Sie an Da Vinci denken und es ist dann so, als ob man die Mona Lisa anschaut. So ähnlich, ne? Irgendwie sowas, ja. Gut. Ja, April, gibt es da irgendwie einen Meteorschauer, einen Sternschnuppenstrom, den man sich angucken könnte? Im April gibt es den Sternschnuppenstrom der Lyriden. Der wird auch in diesem Jahr am 22. April sein Maximum haben. Aber ich habe mir das Ganze mal genau angeschaut. Die Lyriden sind sowieso relativ schwach ausgeprägt, 18 Sternschnuppen pro Stunde. Das ist jetzt nicht gerade der Superstrom, schlechthin. Das Maximum tritt am Nachmittag auf, am Nachmittag des 22. April. Und bis es dunkel genug ist, um etwas zu sehen, hat die Aktivität, die ohnehin nicht besonders hoch ist, bereits wieder stark abgenommen. Dazu haben wir noch einen zu 75% beleuchteten Mond. Und das alles führt dazu, dass man also eigentlich nicht sagen kann, dass das eine lohnende Geschichte ist.
Also da gibt es Sternschnuppenströme in diesem Jahr, die deutlich besser positioniert sind. Aber wahrscheinlich steht es wieder in allen Zeitungen, ah, Lyriden, ganz toll, Sternschnuppenregen. Ja, also seit einiger Zeit sind die Medien dazu übergegangen, jeden noch so schwachen Sternschnuppenstrom zu melden und dann was Besonderes draus zu machen. Für die meisten dieser Ströme muss man einfach sagen, die sind für die Fachleute durchaus interessant, ganz klar. Aber für den allgemeinen Beobachter ist also, wenn so sehr wenige Sternschnuppen nur fallen, dann ist das doch ein relativ ermüdendes Geschäft. Ja, man wartet und nichts passiert. Finde ich jetzt nicht so prall. Was machen die Planeten so im April? Ja, also insgesamt ist mit den Planeten im Frühjahr und Sommer nicht so arg viel los. Aber um den 25. April herum begegnet der Merkur mal wieder der Venus in der hellen Abenddämmerung. Beide Planeten stehen zu diesem Zeitpunkt gerade am Beginn ihrer aktuellen Abendsichtbarkeit. Und zwar so am Beginn, dass sie an diesem 25. April nur mit Mühe auszumachen sind. Und das, obwohl die Venus ja das dritthellste Objekt im Sonnensystem ist, kann man sich also vorstellen, wie tief am Horizont die noch steht. Und man braucht sich wirklich keinen Gedanken darum machen, das beobachten zu wollen, wenn man nicht einen absolut perfekten Nullhorizont zum Beobachten hat. Wenn man also auf irgendeiner Bergkuppe oben steht und eine super Rundumsicht hat, dann ist das machbar. Ansonsten ist das aber aussichtslos. Ja, also irgendwo in der Gegend mit, in der urbaneren Gegend mit Bebauung oder sowas, kann man das einfach vergessen. Okay, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Mai. Mai. Ja, okay, Mai. Ich habe gehört, im Mai gibt es eine Mondfinsternis. Ja, eine richtig totale Mondfinsternis. Total. Ja, die ist total, total. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass der exakte Vollmondzeitpunkt am 26. Mai 12.14 Uhr ist. Und warum ist das blöd? Das bedeutet, da also eine totale Mondfinsternis immer zum exakten Vollmondzeitpunkt, um den exakten Vollmondzeitpunkt herum stattfindet. 12.14 Uhr bei uns mitten am Tag ist und der Vollmond bei uns aufgeht, wenn die Sonne untergeht und untergeht, wenn die Sonne aufgeht. Wir sehen diese Mondfinsternis nicht. Wer sieht die? Also irgendeiner muss sie doch sehen. Ja, natürlich. Irgendwo ist immer Nacht, ja. Genau, alle die, bei denen zu diesem Zeitpunkt es Nacht ist, also Australien, große Teile des Pazifiks und Asien können diese totale Mondfinsternis verfolgen. Mitteleuropa ist also außen vor. Wir können also von dieser Mondfinsternis überhaupt nichts sehen. Wir haben überhaupt nichts dieses Jahr irgendwie an Finsternissen. Keine Mondfinsternisse, gar nichts, ja? Ja, das ist also im Moment ist es mit den Finsternissen nicht allzu weit her, aber ohne allzu viel verraten zu wollen, eine Finsternis haben wir in diesem Jahr. Und so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen, ja. Also, und die werden wir dann also auch entsprechend zelebrieren. Bloß mit dieser Mondfinsternis ist es nichts. Können wir uns eigentlich nur noch damit trösten, dass dieser Vollmond am 26. Mai mal wieder in die Kategorie Supermond fällt. Das heißt, der Vollmondtermin tritt ein, wenn der Mond besonders nah an der Erde dran steht
und uns dadurch etwas größer als normal erscheint. Am 26.05. sind es genau 357.462 Kilometer Abstand vom Erdmittelpunkt. Damit ist also die magische Zahl von 360.000 Kilometer Abstand, Mondabstand, unterschritten und wir sprechen von einem Supermond. Heißt nichts anderes, dass der Mond, weil er eben der Erde besonders nahe steht, etwas größer am Himmel erscheint, was, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, für den Beobachter nicht so ohne weiteres erkennbar ist. Aber das führt zum Beispiel dazu, dass diese Mondfinsternis wohl auch etwas kürzer sein wird als Finsternisse, die beim Vollmond in Erdferne stattfinden. Weil er einfach ein bisschen kürzere Zeit braucht, um durchzulaufen. Okay. Ja? Und dass der Mond manchmal so groß ist, wenn er am Horizont irgendwie aufgeht, dass es da so einen riesen fetten Mond. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine lange bekannte optische Täuschung. Und zwar liegt das einfach daran, dass unser Gehirn, wenn es die Möglichkeit hat, Dinge miteinander zu vergleichen, einfach so eine Überschlagsrechnung anstellt, das ist jetzt so und so groß. Wenn wir den Vollmond, und sei es der erdferne Vollmond, abends am Horizont aufgehen sehen, dann haben wir also da Häuser, Büsche, Bäume, Bebauung, irgendwas, was unserem Gehirn eine bestimmte Größenordnung signalisiert. Und unser Gehirn ordnet ein, dazu ist jetzt das, was ich da am Horizont sehe, so und so groß einzuschätzen. Steht der Mond allerdings hoch am Himmel, derselbe Vollmond, einfach 5 Stunden später hoch am Himmel beobachtet, dann fehlt uns dieser Bezug zu den größenordnunggebenden Gegenständen in Horizontnähe. Das Gehirn weiß nicht so recht, was es jetzt daraus machen soll und er erscheint uns einfach dann kleiner. Na, klassische optische Täuschung. Man kann das also immer wieder gern gemacht, das Experiment ist, das einfach auch mal zu überprüfen, Mond in Horizontnähe zu fotografieren und dann ein paar Stunden später die beiden Aufnahmen übereinander zu legen und bis auf so ein bisschen Größenveränderung durch atmosphärische Erscheinungen wie Refraktion wird man keinen Unterschied sehen. Das heißt, das passiert also jetzt sowohl bei einem Perigäumsmond als auch beim Apogäumsmond? Nur wenn man allerdings natürlich im Prinzip gehört hat, ach, das ist heute Supermond, ja, und guckt dann raus und erwartet dann auch einen großen Mond und dann kann man das Ganze also auch noch so ein bisschen triggern. Tatsächlich fehlen uns die Möglichkeiten, das mit unseren eingebauten Messinstrumenten wirklich zu realisieren. Fotografisch ist der Unterschied ohne Probleme darzustellen. Also wenn ich einen Perigäumsvollmond fotografiere, und wenn ich dagegen einige Zeit später dann einen Apogeums, also von der Erde weit entfernten Vollmond fotografiere, mit denselben Gegebenheiten, selbe Brennweite, vergleiche die Fotos miteinander, dann sehe ich einen Unterschied im Durchmesser. Nur unser Auge ist dafür nicht ausgelegt, solche kleinen Unterschiede wahrzunehmen. Okay. Das heißt, sonst ist im Mai, glaube ich, nichts mehr Großartiges zu nennen, ne? Genau. Okay, dann ist der damit abgeschlossen, der Mai. Und wir kommen zum Juni. Juni.
Und im Juni habe ich gehört, gibt es tatsächlich, hatten wir schon ein bisschen angekündigt, eine Sonnenfinsternis. Ja, 26. Mai hatten wir Mondfinsternis und 14 Tage später, so will es die Regel, findet, wenn die Bedingungen passen, eine Sonnenfinsternis statt. Und in diesem Jahr ist das so. 10. Juni 2021. Wir sehen hier in Deutschland, im hessischen, im Frankfurter Raum, eine partielle, eine teilweise Sonnenfinsternis. Nirgends auf der Welt wird es eine totale Sonnenfinsternis zu sehen geben. Das liegt daran, dass wir nahe der Sommersonnenwende sind. Das heißt, wir befinden uns zurzeit mit der Erde in Sonnennähe. Das heißt, die Sonne ist sehr groß. Der Mond ist nicht allzu nah an der Erde dran. Und er ist zu diesem Zeitpunkt zu klein, um die Sonne vollständig zuzudecken. Es kommt zu einem Spezialfall, nämlich einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Die Sonne wird zwar zentral an bestimmten Stellen der Erde vom Mond überdeckt, aber der Mond ist einfach zu klein, um sie zuzudecken. Und es bleibt also immer so ein Randausschnitt von der Sonne stehen, und in der Mitte der Finsternis ist das also vollkommen symmetrisch. Aber ist trotzdem, glaube ich, ein krasser Anblick, wenn du so einen feurigen Ring hast, der es da um so eine dunkle Scheibe drumherum ist. Ist ein krasser Anblick, habe ich mir im Oktober 2005 in Spanien gegeben. Da war also, kam es zu einer solchen ringförmigen Sonnenfinsternis. Und auch andere Kollegen von der Sternwarte haben das also in Spanien beobachtet. Hast du noch Bilder? Habe ich. Die werden wir dann hier einblenden. Okay. Und das ist schon was Besonderes. Das Problem allerdings in diesem Fall ist, dahin zu kommen, wo es diese ringförmige Erscheinung gibt. Das ist nämlich Kanada, so im Bereich der Hudson Bay, da wo es ganz nördlich oben ist. Norden Grönlands und ansonsten also. Und wenn ich es richtig gesehen habe, geht die Ringförmigkeit sogar über ziemlich genau über den Nordpol. Was also etwas Besonderes ist, aber die Orte sind halt einfach relativ schwer zu erreichen. Das ist also für eine Sonnenfinsternisreise relativ anspruchsvoll. Aber der Weihnachtsmann hat eine tolle Show, der da gerade Sommerpause macht. Der da gerade am Nordpol Sommerpause macht und die 21. Saison vorbereitet, der hat natürlich eine Riesenshow, ja, das ist wahr. Ich sehe gerade so die Bedeckungsgrade, wenn man so guckt. Die Leute im Süden haben natürlich relativ wenig Spaß, also die Österreicher oder die Münchner. Wir haben 11%, Berliner 13%. Das heißt, je weiter nördlich man kommt, desto größer ist der Grad der Bedeckung. Genau, da die Ringförmigkeit sehr hoch im Norden stattfindet, ist es umso besser, wird umso mehr von der Sonne verdeckt, je weiter man nach Norden kommt. Also bei uns ist also die deutsch-dänische Grenze im Prinzip der Ort, wo es also den größten Bedeckungsgrad gibt. Wir hier in Frankfurt können auch nicht klagen. Unten in Österreich ist es schon in vielen Bereichen nur noch eine sehr kleine Finsternis. Aber es ist auch die erste seit einigen Jahren und deswegen denke ich, wird es genügend Sonnenfinsternishungrige geben, die sich auch auf eine 11%ige Abdeckung der Sonnenscheibe freuen. Und wir werden also sicher als Sternwarte da auch entsprechend Beobachtungen
und Fotografien von dieser Sonnenfinsternis anfertigen, wie sich das gehört. Das heißt, wir sehen die Sonnenscheibe mit so ein bisschen angefressen, ne? So ein bisschen angeknabbert, ja. Also und nicht völlig bananenförmig, aber so ein bisschen angeknabbert. So ein bisschen angeknabbert. Also wie gesagt, also für bei uns werden 11,3% der Sonnenfläche abgedeckt. Das Ganze beginnt um 11.27 Uhr für Frankfurt und erreicht die größte Phase um knapp 12.26 Uhr und um 13.27 Uhr, also nach ziemlich genau 2 Stunden, ist das alles vorbei und die Sonne sieht wieder aus, als wäre nichts gewesen. Ich kann mir auch gut vorstellen, das Wetter spielt mit, weil 10. Juni wird es vielleicht schön blauer Himmel sein und wir sehen das. Aber wir sollten doch nochmal sagen, liebe Kinder, nie mit bloßem Auge in die Sonne schauen, am besten Projektion oder irgendein Filter. Ja, also die berühmten Sonnenfinsternisbrillen. Unbedingt etwas, was... Also ich empfehle nicht, irgendwelche Hausmittelchen zu nehmen. Früher hat man da ja Glasscherben berußt und sowas. Also eine Schweißerglasscheibe geht natürlich und ist auch sicher, liefert aber kein besonders schönes Bild, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber bei den Optikern gibt es üblicherweise für kleines Geld solche Sonnenfinsternisbrillen. Da sind spezielle Filterfolien drin, die auch wirklich so konzipiert sind, dass man keine Augenschäden riskiert. Unbedingt sich so etwas besorgen. Wie ist es mit Rettungsfolie? Das ist ja auch so metallbedampftes Plastik. Sollte auch angeblich funktionieren? Das funktioniert. Wir empfehlen es deshalb nicht, weil es nicht zertifiziert ist. Allerdings ist natürlich auch so eine Rettungsfolie dafür ausgelegt, möglichst wenig Infrarot durchzulassen. Die dient ja dazu, Verletzte vor dem Auskühlen zu bewahren. Die Durchlässigkeitskurve im Infraroten und Ultravioletten ist bei der Rettungsfolie allerdings nicht sauber definiert. Und das sind die gefährlichen Anteile der Sonnenstrahlung, wo man sich also die Augen schädigen kann. Bei diesen speziellen Sonnenfinsternisfolien, da hat man ein eng definiertes Durchlassspektrum, deswegen ist man da auf der sicheren Seite. Mhm. Man kann vieles machen, aber da ist man auf der sicheren Seite und man hat die Gewähr, dass man es nicht später bereut. Denn man muss einfach sagen, wenn man die Sonne ohne qualifizierte Hilfsmittel beobachtet, also wer mal auf die Idee kommen sollte, die Sonne mit seinem Fernglas anschauen zu wollen, ohne entsprechenden Schutz, ganz schlecht. Oder mit seinem Fernrohr. Beim Fernglas haben Sie eine Chance, beim Fernrohr immerhin 2 Chancen, aber mit dem linken Auge, dann nochmal mit dem rechten Auge und dann nie wieder. Die Augenschäden sind also verheerend. Tun sie es nicht. Aber auch mit bloßem Auge ist schon schwierig, weil wenn man mit bloßem Auge in die Sonne guckt, da hat man so einen Reflex, das ist unangenehm, da guckt man gleich wieder weg. Aber wenn irgendwas passiert, wie eben so eine Sonnenfinsternis, dann ist man der Gefahr ausgesetzt, das zu unterdrücken, diesen Reflex, und dann trotzdem hinzugucken, und dann kann es auch mit bloßem Auge schon Augenschäden geben. Genau, also wie gesagt, keine Experimente, das ist es nicht wert. Und wie gesagt, diese Sonnenfinsternisbrillen, die kosten 2-3 Euro und sie sind definitiv auf der sicheren Seite. Ja, wissen Sie Bescheid. Und für alle, die den Sommer lieben, gibt es eine schlechte Nachricht. Ab dem 21. Juni, 5.32 Uhr,
Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Sonne die nördlichste Position am Himmel und von da an gehen die Tageslänge wieder langsam zurück und wir nähern uns ganz langsam wieder der kalten Jahreszeit an. Sie werden das in den ersten Tagen und Wochen nicht mitkriegen, denn jeweils zu den Extremen, zu den Extremstellungen, nördlichste und südlichste Sonnenposition, sind die Veränderungen von Tag zu Tag zunächst sehr, sehr klein. Nichtsdestotrotz, am Tag des Midsommerfestes ist der Sommer eigentlich aus astronomischer Sicht dann schon wieder Geschichte und es geht dann schon wieder abwärts. Die Tage werden kürzer, der ein oder andere Astronom jubiliert, denn die Nächte werden wieder länger. Und nichtsdestotrotz, wir haben natürlich noch eine ganze Menge Zeit, bis es wieder kalt wird. Aber die Schweden zelebrieren das ja, diesen die Tag, ne? Die Schweden zelebrieren das, also das ist also wirklich, für uns ist der 21. Juni der Sommeranfang und in Schweden ist es Midsommer, was eigentlich richtig ist, weil das ist in der Phase, die Tage werden länger und die Nächte kürzer, genau der Teiler. Ne? Jetzt geht es wieder runter, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Die nächste Wendemarke ist dann wieder erreicht, wenn wir im Herbst dann die Herbsttag und Nachtgleiche haben. Okay, gut. Dann ist der Juni Geschichte. Geschichte. Und wir machen den Juli 2021. Juli. In den Tagen vom 11. bis zum 15. Juli haben wir eine Begegnung der Venus mit dem langsam vom Abendhimmel verschwindenden Planeten Mars. Der wäre um diese Zeit schon nur noch sehr, sehr schwierig auszumachen. Aber die Venus als helles Abendgestirn weist uns dann im Prinzip in diesen Tagen nochmal den Weg, sodass wir den Mars nochmal kurz zum Abschied hinterherwinken können. Die Abendsichtbarkeit der Venus im Juli ist auch eine der eher ungünstigeren. Die Venus erreicht nie besonders große Höhen über Horizont, bleibt immer relativ horizontnah. Aber das macht sie natürlich wett durch ihre große Helligkeit. Auch horizontnah ist die Venus relativ einfach auszumachen. Und wie gesagt, zwischen dem 11. und 15.07. Wird man dann in ihrer Umgebung den Mars beobachten können. Sie zieht langsam am Mars vorbei, sie nähert sich am 11. Aus westlicher Richtung an den Mars an und überholt ihn im Verlaufe der nächsten Tage. Aber innerhalb dieses Zeitraums ist sie also immer so nah am Mars dran, dass man mit einem Fernglas beide im Visier haben wird. Okay, ja. Und was gibt der Sommerhimmel sonst noch so her? Jetzt ist natürlich eine gute Zeit, um die Sommermilchstraße mal ein bisschen ins Visier zu nehmen. Man kann ja auch mal nach den Sommersternbildern gucken. Die lassen sich nämlich auch ähnlich wie die Wintersternbilder mit ihrem Wintersechseck, gibt es bei den Sommersternbildern auch eine geometrische Figur, die uns dabei hilft, einen Überblick über den Sommerhimmel zu kriegen. Das berühmte Sommerdreieck, gebildet aus den drei hellsten Sternen
der Leitsternbilder des Sommerhimmels. Da hätten wir den Altair im Adler als Spitze dieses Dreiecks und dann hätten wir den Deneb im Schwan und die Vega im Sternbild Leier, die zusammen das Sommerdreieck bilden. Dieses Sommerdreieck hat auch noch eine große Besonderheit. Diese drei Sterne wirken mehr oder weniger etwa gleich hell. Es ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich auf den bloßen Anblick am Sternenhimmel nicht verlassen darf. Diese drei Sterne, die da so in etwa, also natürlich ist die Vega von den dreien der hellste und die anderen beiden fallen ein bisschen gegen sie ab, aber sag mal so, sie gehören zu einer Helligkeitskategorie. Ja, sie gehören also deutlich zu den hellsten Sternen, die da jetzt so in dieser Zeit zu sehen sind. Erste Größe, ja. Pi mal Auge. Also Pi mal Auge, genau. So, und jetzt fragt man sich natürlich, sind diese drei Sterne auch etwa gleich groß und gleich weit von uns entfernt oder gibt es da große Unterschiede? Und wenn man sich das dann mal anschaut, dann stellt man fest, also dass die Vega so ungefähr 25 Lichtjahre von uns entfernt ist. Der Altair im Adler ist ein bisschen schwächer, ist aber nur 16 Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt also, man kann schon allein an diesen beiden sehen, die Vega leuchtet absolut, da sie weiter entfernt ist und trotzdem heller erscheint, absolut kräftiger, also sie sendet mehr Licht aus, als der Altair im Adler. Und dann gucken wir uns den Deneb an und stellen fest, der ist nicht 16 Lichtjahre oder 25 Lichtjahre entfernt. Richtig weit weg. Der ist richtig weit weg, 1600 Lichtjahre. Und er leuchtet mit ungefähr 60.000 Sonnenleuchtkräften und gehört zu den ganz besonders hellen Sternen in unserer Milchstraße. Für den Betrachter am Boden ist so gut wie kein Unterschied zu erkennen. Und damit wird klar, wenn ein Stern mit einer bestimmten Helligkeit am Himmel leuchtet, kann man nicht sagen, der steht uns näher als, also wenn ich einen hellen Stern sehe, heißt das nicht, der steht uns zwangsläufig besonders nah, sondern der kann uns besonders nahe stehen und nicht allzu hell leuchten. Der kann aber auch irre weit weg sein und kann mit einer unheimlichen Intensität leuchten. Um die reale Leuchtkraft eines Sternes einzuschätzen, brauche ich noch eine weitere Information. Ich muss wissen, wie weit sind diese Sterne von uns entfernt. Mhm. Und erst dann kann ich eine Aussage treffen, schwacher Stern ist weit von uns weg oder schwacher Stern ist nah an uns dran und ist einfach einer von den Kleinen in der Auswahl. Und diese Entfernungsbestimmung ist eine Wissenschaft für sich, muss man mal so sagen. Ja. Und ich weiß aus dem Schwan-Video, was ich gemacht habe, bitte angucken, dass Deneb irgendwie, dass da diese klassische Parallaxenmethode gerade so noch funktioniert, aber nicht mehr richtig gut, ja. Genau, also da ist also, wenn man da eine Entfernungsangabe gibt, dann ist die immer noch mit einem gewissen Fehlerbalken behaftet, aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Jo, okay, gut. Das war der Juli. Okay. Dann kommen wir zum August, dem wunderschönen, immer noch warmen Sommermonat August. Auch hier ist es so, dass natürlich das warme Wetter wahrscheinlich zum Sterngucken einlädt, vermute ich mal. Aber die Nächte sind immer noch kurz. Oder ja, sie werden länger, aber sie sind immer noch recht kurz. Noch sind sie relativ kurz. Ja. August.
am 2. August steht der Saturn in Opposition. Wir erinnern uns, er geht auf, wenn die Sonne untergeht, und unter, wenn die Sonne aufgeht. Und das heißt, optimale Beobachtungsbedingungen. Durch die ganze Nacht hindurch ist das Objekt zu sehen. Und rund um Mitternacht rum steht es also dann ideal. Das ist die Zeit für die Planetenbeobachter. Ganz nebenbei steht der Saturn, wenn er seine Oppositionsstellung erreicht hat, für dieses Jahr, für dieses Beobachtungsjahr der Erde am nächsten. Und erscheint also in den Fernrohren auch mit dem größten Durchmesser und man kann ihn am besten beobachten. Und es ist auch noch Neumond um die Zeit rum. Es ist auch noch Neumond um die Zeit rum. Das macht natürlich die Beobachtung auch noch deutlich günstiger. Und es hilft uns, dass am 8. August Neumond ist, hilft uns auch so ein bisschen bei dem nächsten Highlight im August. Während 2020 das Perseiden-Maximum relativ nah an Vollmond gelegen hat und der Mond also quasi maximale Störleistung geliefert hat, haben wir in 2021 die Situation, dass wir also kurz nach Neumond sind, nur eine ganz schmale und nicht allzu lang über dem Horizont stehende Mondsichel zu erwarten haben und damit eine dunkle Sternschnuppennacht vor uns haben, wo wir also wirklich optimale Beobachtungsbedingungen für die Perseiden haben. Erfahrungsgemäß aus vielen Jahren der Perseidenbeobachtung kann ich sagen, dass so ab ungefähr 23 Uhr es dunkel genug ist, um sich auf die Lauer zu legen und dass man bis 4, 4:30 am nächsten Morgen relativ gut durchbeobachten kann, wenn man das denn... Wenn man nicht einschläft zwischendurch. In so eine Augustnacht, wenn es also noch nicht so richtig kalt ist und so, da ist das also eine wirklich schöne Geschichte. Ich kenne das, du legst dich hin auf so eine Liege, guckst schön Sternstopp und dann zack, knackst du weg, ja? Ja, das ist natürlich, man hat also den totalen Chill-Faktor. Es ist warm, ne? Vorsicht. Augustnächte können auch schon ziemlich kühl werden. Kommt so ein bisschen drauf an, wie die aktuelle Situation ist. In den letzten Jahren war es eigentlich immer recht schön warm. Aber ich kann mich durchaus an Perseidennächte erinnern, wo ich mir also richtig einen abgefroren habe. Ja, also, ja. Okay, dann bleibt natürlich noch zu sagen, wie üblich, die Beobachtung sollte in einer Ecke stattfinden, wo möglichst wenig Störlicht auftritt. Je dunkler der Himmel, umso schwächer sind die Sternschnuppen, die wir wahrnehmen können. Was wäre das bei uns, Taunus? Ja, also irgendwo so ein Taunus, hinter Taunus und dann die schon genannte Liege. Ich würde sicherheitshalber mir also so einen Schlafsack mitnehmen, ein bisschen was zu trinken und zu knabbern. Kaffee. Für diejenigen, die zum Einschlafen neigen, ist Kaffee ganz besonders wichtig. Ganz klar, ja, und dann einfach mal schön gechillt hingelegt und der Dinge geharrt, die da kommen und in diesen Augustnächten können wir mit 100, manchmal 150 Sternschnuppen pro Stunde rechnen. Das heißt, alle paar Sekunden kommt da was geflogen, ne, wenn man so... Naja, also ja, da muss man muss da ein bisschen
Man muss da ein bisschen Realist bleiben. 100 Sternschnuppen sehe ich, wenn ich den ganzen Himmel im Auge behalte. Mhm. Jetzt sind wir ja alle leider keine Frösche. Das heißt, wir können also nicht wirklich den kompletten Himmel überwachen, sondern für uns bleibt also da so ein gewisser Seewinkel übrig, der in etwa ein Sechstel des kompletten Himmelsfeldes ausmacht. Und da müssen wir also dann, das muss ich dir als Mathelehrer nicht sagen, einen Divisor einsetzen. Und das heißt also, ja, es dauert auch in Perseidennächten immer ein paar Minuten, bis die nächste Sternschnuppe kommt, aber sie kommt bestimmt. Mhm. Ja, oder man baut halt so eine Weitwinkelkamera auf, panoramamäßig, und dann entgeht einem nichts mehr. Dann entgeht einem natürlich nichts mehr, aber es ist natürlich halt auch wirklich schön, so eine Meteorbeobachtung live und ohne zwischengeschaltete Kamera zu machen. Das hat noch was Persönliches. Für alle diejenigen, die daran glauben, dass man sich nach dem Auftreten einer Sternschnuppe etwas wünschen darf, das dann auch in Erfüllung geht, wenn man es niemandem verrät, da müsst ihr euch eine ganze Menge an Wünschen überlegen. Mhm, aber die gehen dann auch alle in Erfüllung, das ist klar. Nochmal eine ganz blöde Frage. Wie kommt das zustande, dass die Sternschnuppen scheinbar aus einem Punkt am Himmel rauskommen, nachdem natürlich dann auch der Strom benannt wird, eben Perseus in diesem Fall? Genau. Das liegt daran, dass sich die Erde auf ihrer Bahn bewegt mit einer durchaus nennenswerten Geschwindigkeit, ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde. Und das Phänomen, dass die Sternschnuppen alle aus einer bestimmten Stelle des Himmels zu kommen scheinen, das liegt also daran, dass sich die Erde auf diesen Punkt aktuell zubewegt. Wenn man mal durch so ein Schneegestöber mit dem Auto durchfährt, dann hat man ja auch immer den Eindruck, die Schneeflocken kommen alle in Fahrtrichtung auf uns zugeflogen. Stimmt. Jeder weiß, wenn das Auto steht und ich steige aus, die Flocken fallen von oben nach unten. Ja? Während der Fahrt sieht das Ganze aber so aus, als ob die alle von vorne auf uns zukommen würden. Mhm, ja, ja. Ja? Und das ist dieser Fahrteffekt. Wir bewegen uns mit der Erde quasi durch diese Staubteilchen durch. Und die scheinen dann alle auf uns zuzufliegen. Und das ist genau an dem Punkt, den man den Radianten nennt. Und da der im Sternbild des Perseus liegt, nennt man dann solche Sternschnuppen Perseiden. Ja, cooler Vergleich mit dem Auto, was durchs Schneegestöber fährt. Habe ich auch schon gesehen. Ja, gut. Mein schlauer iPad sagt noch Jupiter-Opposition. Mhm. Hm. Ja. 2. August hatten wir die Saturn-Opposition und am 21. August 2020 waren Jupiter und Saturn ja sehr nah beieinander. Mittlerweile haben sie sich etwas auseinander bewegt. Da gab es ja dieses super Event, den Weihnachtsstern 2.0 sozusagen. Genau, die Auflage 2.0 des Sterns von Bethlehem. In diesem Jahr haben die sich dann also schon so weit auseinander bewegt, dass also der Eintritt der Oppositionen am Anfang des Monats Saturn und am 21. August, also im Prinzip ungefähr 3 Wochen später, der Jupiter in Opposition gerät. Und das bedeutet natürlich auch für den Jupiter sehr gute Beobachtungsbedingungen. Aber dann ist kein Neumond mehr, ne? Ja, gut, okay, aber man muss einfach sagen, ab jetzt haben wir also irre lange Zeit, sowohl Saturn als auch Jupiter zu beobachten. Denn die Nächte werden wieder länger. Ne? Die Positionen der Planeten verschieben sich natürlich hin zum Abendhimmel. Die Nächte werden länger und man hat also wirklich
beim Oppositionseintritt am Ende des Sommers ein irre langes Abendbeobachtungsfenster Richtung Winter und kommendes Frühjahr. Und das lohnt sich, glaube ich, auch. Jupiter und Saturn sind ja zwei wunderbare Objekte, genau, die man sieht. Ja, nicht nur Jupiter und Saturn selber, sondern auch Titan und die ganzen galileischen Monde, die da so drumherum noch fliegen. Ja, der Saturnring, der immer noch eine ganz ordentliche Öffnung hat, die wird jetzt langsam ja wieder kleiner. Aber im Moment ist das immer noch ein echtes Highlight im Fernrohr. Und ich weiß aus meiner langjährigen Sternwartentätigkeit, es gibt kaum etwas, was ein Besucher beim Beobachten im Fernrohr mehr fasziniert als der Saturn mit seinen Ringen. Das stimmt. September. Unvermeidlich im September, Herbstanfang. In diesem Jahr am 22. September die Tag- und Nachtgleiche. Jetzt werden die Tage schnell kürzer. Also während an den Wendepunkten nördlichste und südlichste Stellung der Sonne die Veränderungen relativ gering sind und sich die Tageslängen langsam verändern, ist es in den Zeiten der Passage der Tag- und Nachtgleiche, also des Frühlingspunktes und des Herbstpunktes, so dass das also mit großen Schritten vorwärts geht. Die Tageslänge geht also dann mittlerweile ordentlich schnell in den Keller. Und für die Südhalbkugel beginnt jetzt natürlich die Zeit, wo es schön wird und warm wird. Wer mal im November oder Dezember in Australien unterwegs gewesen ist, ist mir schon mal vergönnt gewesen. Der weiß, wie merkwürdig das ist, wenn da Leute mit Nikolausmützen unterwegs sind und Musik auf den Straßen machen und die Australier Dinge schmücken, von denen sie glauben, dass sie so ähnlich aussehen wie ein Weihnachtsbaum. Und dabei, die nageln auch Schnee aufs Dach, so Watte, ja, oder sowas. Und dabei also sieben Sonnen am Himmel und der einzige Ort, wo man es wirklich aushalten kann, ist on the beach. Ja, also da muss man also sagen, also das ist schon sehr bizarr. Aber für uns geht es dann in die kalte Jahreszeit über und natürlich aber auch in die Zeit, die für die Beobachtung besonders toll ist, weil es eben wieder längere Nächte gibt und man also den Sternenhimmel länger genießen kann. Und da hat der Herbst ja auch einiges zu bieten. Die Herbststernbilder sind im Wesentlichen der Pegasus, die lange Kette der Andromeda, der Perseus und da gibt es also doch auch das ein oder andere wirklich interessante Beobachtungsobjekt. Es lohnt sich immer wieder mit einem Fernglas auf die Suche nach der Andromeda-Galaxie zu gehen. Die ist ja tatsächlich so hell, dass sie an dunklen Beobachtungsplätzen wirklich ohne Probleme mit bloßem Auge erkannt werden. Die einzige Galaxie, die man mit bloßem Auge auf der Nordhalbkugel zumindest, genau, sehen kann. Ja, und das ist immer, ich denke immer dran, ich bin oft gefragt worden, ja, wie weit könnt ihr denn mit eurem Fernrohr gucken? Und ich stelle dann immer die Gegenfrage, ja, wie weit kannst du denn mit deinen Augen gucken? Wenn man diesen kleinen Fleck im Sternbild Andromeda kennt, dann weiß man, dass man mit bloßem Auge Objekte sehen kann, die 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind. Sie müssen nur genügend hell leuchten. Ja, und im Osten machen sich als Vorboten des Winters auch schon die Plejaden bemerkbar.
die also etwas oberhalb des Stierkopfes sich befinden, aber trotzdem zum Sternbild Stier gehörig sind. Und wenn man die Plejaden auftauchen sieht, dann weiß man, also die warme Jahreszeit neigt sich dem Ende zu. Was ist das jetzt, die Plejaden, so vom Astronomischen her? Die Plejaden sind ein relativ nah an uns gelegener Sternhaufen, ein offener Sternhaufen. Da sind ungefähr 250 junge Sterne, die sich vor astronomisch betrachtet relativ kurzer Zeit aus einer interstellaren Gaswolke entwickelt haben und die wir als so ein kleines Sterngrüppchen mit bloßem Auge erkennen können. Die meisten offenen Sternhaufen sind weiter von uns entfernt und sind maximal als schwaches Nebelkleckschen im bloßen Auge zu sehen. Wenn überhaupt, ja, in Ferngläsern oder so hat man ein bisschen mehr Glück. Aber die Plejaden, die sind so nah, dass wir sie also mit bloßem Auge sehr gut sehen können. Man sieht, das heißt ja sieben Gestirn, aber man sieht nicht sieben, sondern einige sehen sechs, andere sehen neun Sterne. Ne? So, mhm. So. Genau, deswegen ja sieben Gestirne. Ja. Achso, die haben da einfach gemittelt. Ja. Also, aber schlecht gemittelt. Auch noch schlecht gemittelt, ja. Also, nee, aber natürlich muss man da die Hintergrundgeschichte dazu kennen. Es gibt nichts, was uns die antike Mythologie nicht erklären könnte, was mit dem Sternenhimmel zu tun hat. Und bei den Plejaden ist es so, das sind die sieben Töchter des Atlas und der Plejone. Und wie in jeder gescheiten Familie gibt es also unter den sieben Töchtern ein schwarzes Schaf. Wenn man also sechs Sterne sieht, sind das die sechs braven Töchter. Und die siebte darf nur raus, wenn Papa und Mama mit dabei sind. Oh, die Arme. Okay. Und deswegen sieht man beim sieben Gestirn entweder sechs oder neun Sterne. Auf Astrofotos sieht man doch immer noch die Reste des Materials, aus denen diese Sterne entstanden sind. Da ist ja genau, also die Plejaden sind also eingebettet in Staubwolken und an diesen Staubwolken reflektiert sich das Licht dieser sehr jungen, immer sehr heißen und damit bläulich weiß leuchtenden Sterne. Und das ergibt also, wenn man die Plejaden fotografiert, so ein bläuliches Umgebungsleuchten, was also unheimlich attraktiv ist. Die Beobachtung im Fernrohr bringt einen gar nicht so sehr weiter, wie man eigentlich denken würde, weil das Fernrohr einen zu engen Sichtwinkel hat. Die Plejaden sind einfach zu groß, um im Sehfeld eines Fernrohrs eine gute Darstellung abzugeben. Da ist also ein Fernglas das bessere Beobachtungsinstrument. Aber schön lichtstark mit großer Öffnung am besten. Schön lichtstark, ja. Mit großer Öffnung, ja, damit man möglichst viel von den 250 Sternen, die diesen Sternhaufen bilden, auch erkennen kann und vielleicht sogar unter optimalen Bedingungen bei sehr dunklem Himmel auch schon so Andeutungen von diesem Umgebungsleuchten, da der Staubwolken um die helleren Sterne herum. Cool. Was gibt's noch an Planeten vielleicht im Herbst? Ja, es ist natürlich so, dass also die Planeten Jupiter und Saturn, die im August ja ihre Oppositionsstellung erreicht haben, den Herbst über weiter dominieren werden und quasi jetzt die ganze Zeit bis in den Dezember rein
immer gut zu beobachten sind. Okay, gut. Ja, dann sind wir mit dem September durch. Im Oktober ist nicht so viel los, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen machen wir wieder Oktober und November zusammen in einem Take. Okay. Oktober und November. Ja, der Oktober ist astronomisch betrachtet saure Gurkenzeit. Jupiter und Saturn sind weiterhin gut beobachtbar. Zwischen dem 7. und dem 9. Oktober können die Sternschnuppen der Dragoniden auftreten, anders als die meisten anderen Sternschnuppen strömen bereits kurz nach Sonnenuntergang gut beobachtbar sind, aber sie haben das ganz, ganz große Problem, dass sie sehr schwankend in ihren Erscheinungen sind. Das heißt, man ist vor Überraschungen nie ganz sicher. Man könnte jetzt sagen, lohnt sich wahrscheinlich nicht rauszugehen. Vermutlich liege ich damit richtig, aber vielleicht tue ich Ihnen Unrecht und Sie haben ausgerechnet in diesem Jahr einen Ihrer unerwarteten Ausbrüche. Das soll schon vorgekommen sein. Wäre ja schön. Also vielleicht mal mit einem Auge zwischen dem 7. und 9. Oktober nach Sternschnuppen, die aus der Richtung des Sternbildes Drache zu kommen scheinen, Ausschau halten. Kostet ja nichts. Ne? Aber ansonsten ist der Oktober nicht so der Bringer, ne? Nee, ansonsten ist also der Oktober eher ein sehr magerer Monat. Eine Sache gibt's noch, und zwar übergreifend vom Oktober auf den November haben wir eine recht gute Morgensichtbarkeit des Planeten Merkur. Da sind so die Zeiten zwischen dem 20.10. und, sagen wir mal, als Grenze so dem 10.11. rum zu betrachten. In dieser Zeit kann der Merkur morgens kurz vor Sonnenaufgang relativ gut am morgendlichen östlichen Himmel gesehen werden. Sicherlich die beste Zeit zwischen dem 22.10. und 29.10. Aber gegen Ende der eigentlich günstigen Beobachtungszeit gibt es in der Zeit vom 8. bis zum 12.11. eine Begegnung zwischen Merkur und dem wieder am Morgenhimmel aufgetauchten Planeten Mars. Und hier hilft uns der Mars natürlich wieder unheimlich dabei, den Merkur in der frühen Morgendämmerung aufzufinden. In der Nacht vom 4. auf den 5. November kommt der Planet Uranus in Opposition zur Erde und damit auch in Erdnähe. Das heißt, wir haben hier mal einen der nicht von den klassischen Planeten. Uranus ist ja erst Ende des 18. Jahrhunderts von William Herschel entdeckt worden. Aber Uranus ist immerhin so hell, dass er gerade so an der Grenze dessen ist, was man mit bloßem Auge wahrnehmen kann. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass er überhaupt kein Problem darstellt für selbst kleine Ferngläser und natürlich auch für kleine Fernrohre. Je größer das Fernrohr wird, umso einfacher ist es natürlich. Im Fernrohr bemerkt man schon so eine grünlich-bläuliche Färbung und tatsächlich auch eine gewisse Ausdehnung, wenn man das vergleicht mit den im Sehfeld befindlichen Hintergrundsternen. Also der Uranus ist eigentlich kein so ganz schwieriges Beobachtungsobjekt.
Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Sternbild Widder. Und vielleicht probieren Sie mal aus, den Uranus im November aufzufinden. Wäre mal was Besonderes. Ich meine, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, das kennt man alles irgendwie, aber Uranus ist doch schon so ein bisschen was Außergewöhnliches, oder? Ja, also wie gesagt, also nicht wirklich ein Problem für die Beobachtung, aber viele haben ihn einfach nicht im Blick. Ja, und wir setzen ihn jetzt einfach mal mit auf die Liste. Vielleicht hat ja der eine oder andere Spaß dran, mal nach Uranus Ausschau zu halten. Jo, und das war der November. Jetzt kommt natürlich noch der Dezember und da kommt was richtig, richtig Schönes nochmal. Aber für uns wahrscheinlich nicht. Ja. Dezember. Ja. Kommen wir zum Thema Finsternisse, die wir nicht sehen können. In diesem Jahr haben wir zwei Sonnenfinsternisse, zwei Mondfinsternisse. Die beiden Mondfinsternisse sind für uns nicht sichtbar. Eine Sonnenfinsternis haben wir ja wenigstens als partielle Sonnenfinsternis im Juni. Aber am 4. Dezember folgt nochmal eine totale Sonnenfinsternis. Klingt doch gut. Total gut klingt das. Total gut klingt das. Ja. Ja, findet nur wieder in einer Ecke statt, wo man es nicht so wirklich gerne hat. Die Totalität läuft komplett über Antarktika. Also es gibt keinen Ort außerhalb des antarktischen Kontinents. Es gibt keinen Ort auf der Erde außerhalb des antarktischen Kontinents, wo diese Finsternis als totale Sonnenfinsternis zu sehen ist. Das heißt also, selbst selbst für eingefleischte Finsternisreisende wird das eine ziemliche Aufgabe, dahin zu kommen. Okay, es ist antarktischer Sommer. Das heißt, es gibt Möglichkeiten. Man kann tatsächlich sich dorthin fliegen lassen. Es gibt allerdings, wie soll ich sagen, was die was Unterkünfte und Verpflegung betrifft, also relativ eingeschränktes Programm. Und also das wird ein harter Ziegel werden. Als partielle Finsternis ist die Sonnenfinsternis natürlich auch in großen Bereichen Antarktikas zu sehen. Sie kann in Südafrika und im Südatlantik als partielle Finsternis gesehen werden. Aber wie gesagt, als totale Sonnenfinsternis wird dieses Vergnügen nur sehr, sehr wenigen vergönnt sein. Okay, gut, aber es gibt ja noch die Planeten, die wir von hier aus gut sehen können. Was machen die so? Ja, am 9. Dezember ist Venus im größten Glanz. Ja, was ist das? Der größte Glanz von Venus, ja. Das ist also je nach Abstand der Venus zur Erde sehen wir sie mal heller, mal weniger hell. Insgesamt immer sehr hell. Wie schon erwähnt, ist die Venus ja nach Sonne und Mond das dritthellste Gestirn am Himmel. Aber innerhalb ihrer Erscheinung gibt es eben Zeiten, wo sie nochmal besonders hell erscheint. Man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, dass das zu den Zeitpunkten ist, wo sie kurz nachdem sie an der Sonne vorbei gewandert ist, als voll beleuchteter Planetenkörper wieder sichtbar wird.
Aber durch die große Entfernung, die sie zu dem Zeitpunkt zu uns hat, ist sie da nicht besonders hell. Ja? Tatsächlich ist sie immer dann besonders hell, wenn sie unserer Erde sehr nahe steht, also kurz vor der sogenannten unteren Konjunktion ist, wenn sie kurz davor ist, zwischen der Sonne und der Erde durchzupassieren. Sie ist dann zum größten Teil unbeleuchtet. Wir sehen also nur eine ausgeprägte Sichel, aber die Fläche dieser Sichel ist zu dem Zeitpunkt, was also die reflektierende Fläche betrifft, am größten. Und damit leuchtet die Venus tatsächlich als ausgeprägte Sichel am hellsten. Ja, also, und am 9.12. ist diese Phase für die Venus-Sichtbarkeit 2021 wieder erreicht. Und deswegen ist sie am 9.12. so richtig hell. Also diese Venus-Sichel, die wir da sehen im Fernrohr, die hat sozusagen die größte Fläche, die man sich vorstellen kann. Genau. In diesem ist das Maximum und auch viel größer als die Voll-Venus, die eben zwar voll ist, aber dafür sehr klein und deswegen eine kleinere beleuchtete Fläche hat. So ist es, ja. Okay. Und, ja, innerhalb dieser... Hab sogar ich verstanden. Dann habe ich ja noch Hoffnung. Innerhalb dieser relativ schlechten Sichtbarkeitsphase ist dann die Zeit um den 9.12. auch noch die Zeit, in der sie für unsere Breiten am besten am Abendhimmel zu sehen ist. Das heißt, es wird wieder den einen oder anderen geben, der die Venus mit einem auf den Frankfurter Flughafen anfliegenden Flugzeug verwechselt. Oder auch jemanden geben, der also sagt, oh, was ist denn das? Das ist ja ganz komisch, habe ich ja noch nie gesehen. Zu jeder guten Venus-Abendsichtbarkeit gehören viele Anrufe auf der Sternwarte, wo also Menschen völlig überrascht sind über die Erscheinung, die sie da am abendlichen Himmel sehen können. Und ich denke also, um diesen Zeitpunkt 9.12. herum könnte der ein oder andere Anruf wieder auf der Sternwarte einlaufen. Die UFO-Sichtungen nehmen auf jeden Fall zu. Die UFO-Sichtungen nehmen zu. Ein Licht wurde zurückgestrahlt von der Venus. Es ist in Sumpfgas rein und ein Wetterballon hat... Wir haben schon... vielen Menschen, die bei uns angerufen haben, mit der Erklärung, nein, es ist also etwas Natürliches. Es ist der Planet Venus, der besonders hell am Abendhimmel steht, haben wir also vielen Menschen schon sämtliche Illusionen geraubt. Ja, aber auch sämtliche Beunruhigungen nehmen können. Okay. Ja? Also das ist ja auch wichtig. Denn es ist nun mal so, diese besonders auffälligen Phasen werden halt immer wieder in relativ langen Abständen erreicht. Wenn jemand nicht weiß, was er da am Himmel sieht, dann ist es für uns natürlich immer eine Ehre und ein Vergnügen, da entsprechende Aufklärung zu leisten. Also, stimmt. Wann immer sie irgendetwas wahrnehmen, wo sie denken, das verstehe ich jetzt nicht, ein Anruf bei der Sternwarte kann eventuell Aufklärung bringen. Wir bemühen uns. Gut, nochmal die Venus im Fernrohr. Man sieht sie ja, wenn nicht Voll-Venus ist, als kleine Sichel, kleine Banane. Genau. Das geht allen inneren Planeten so. Das geht auch dem Merkur. Das geht auch dem Merkur so. Und wenn der nicht so immer nur so ganz kurze Beobachtungsphasen hätte, wenn er nicht immer so ganz nah an der Sonne stehen würde und wenn man da mal gescheit Zeit hätte, mit dem Fernrohr drauf zu gucken, dann würde man auch sehen, dass auch der Merkur Phasen durchläuft, wie wir sie von der Venus und zum Beispiel auch von unserem Erdmond her kennen. Ja, aber man kann den Merkur doch jetzt
mein schlaues iPad sagt wieder, Merkur-Venus-Begegnung am 29. Dezember. Das heißt, man kann die Venus dazu benutzen, um den Merkur zu sehen. Um den Merkur wieder zu sehen, ja genau. Das ist also, er macht es uns immer sehr schwer, ne, mit der Beobachtung, weil er immer irgendwo so in der Helligkeit rumhängt und wirklich nur in diesen Frühjahrs- und Herbstsituationen halbwegs vernünftige Sichtbarkeitszeiten liefert. Alles andere passiert immer zwischen Tau und Tag und man übersieht ihn einfach. Und wenn die Venus am 29. Dezember nahe bei dem Merkur ist, dann ist sie natürlich ein ganz hervorragender Wegweiser, um so eine Beobachtung zu ermöglichen. Ja, und dann ist der Dezember auch vorbei und damit 2021 vorbei. Geschichte, ja. Da bleibt uns eigentlich nur, Ihnen allen ein schönes, friedliches Jahr 2021 zu wünschen. Vielleicht, dass sich auch die Corona-Krise im Lauf des Jahres erledigt, wie auch immer. Wäre uns allen zu wünschen. Ich arbeite dran. Ja, okay. Und dann sehen wir uns spätestens Anfang 2022 wieder zur nächsten Jahresvorschau. Ja. Ja, bis dahin. Hat bleiben Spaß Sie gemacht, gesund. Volker. Ja. War sehr lustig. Und ja, dann essen wir jetzt noch eine Pizza. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt.